Dieser Ort hat ein Geheimnis. Und wenn das Wasser sich rot verfärbt, dann hörst du vermutlich aus der Ferne Sirenen. Ganz herzlich willkommen, meine Lieben. Ich wollte nicht reinquatschen, weil das Spiel beginnt direkt mit dem Intro. Hätte aber noch Zeit gehabt. Forbidden Siren Zero heißt das Spiel. Schauen wir erstmal, was das Intro uns verraten mag. Mich schon irritiert. Die Installationsdatei heißt Siren Zero, die Shopseite Forbidden Siren. Aber insgesamt ist es halt Forbidden Siren Zero. Okay, das ist unser Zielort. Ja, um ein bisschen zu erzählen, denn es gibt auch kein Pausemenü oder irgendwas. Das ist hier von, ich wollte es mir noch merken, Stefano Margiani oder so. Der oder die hauen regelmäßig irgendwelche Ich mag's fast Mockups nennen, von berühmten Filmen und Spielen raus. Das hier ist jetzt mal ein Titel, wozu mir im Grunde ein Spiel einfällt, aber es sieht eher aus wie eine Mischung aus Alan Wake und Silent Hill und Last of Us, irgendwie von allem bisschen. Ich hoffe, es wird geil. Außerdem, das werde ich die Tage auch noch machen, er hat auch Dino Crisis rausgebracht, das war ganz witzig. Nur die erste Version, die hatte leider einen Game-Breaking Bug, aber es wurde gestern geupdatet und ich hoffe mal, jetzt geht's besser. Kann ich mit dir reden? Oh, wahrhaftig. Ferry wa 3 Stunden go ni saikai shimasu. Shima o tansaku suru jikan ga arimasu. Sore wa tatemono ni hairu koto ga kinjirarete iru kanari anzen na shima desu ga, karera wa hijouni roukyū ka shite ori, hōkai suru kiken ga arimasu node. Okay, also wir haben 3 Stunden Aufenthalt, wir dürfen uns umschauen, aber nicht in die Gebäude, denn die drohen einzustürzen. Okay, guter Mann, weiß ich Bescheid. Ich sehe heute übrigens ein bisschen zerzaust aus, tut mir leid, am Wochenende habe ich kein Gel drin. Da muss das Haar auch mal atmen. Okay, eine Notiz, möglicherweise von einem früheren Anwohner, sie beinhaltet so. Die Schichten der Mine sind lange und beschwerlich. Wenn du weiterhin so viel Lärm machst, wird es Beschwerden durch die Besitzer geben. Ein Beschwerdebrief. Hi. Die wollen nicht mit mir reden. Na gut. Also 3 Stunden. Ich hoffe, das Spiel ist nicht so lang. Meist sind das so 1/2 bis 1 Stunde, die raushauen. Oder die der raushaut. Ich weiß es nicht. Hallöchen. Hey, 調子はどうですか? 探索していますか? 今朝ここに着きましたが, この場所はすごいですね. 島の西部を見ることをお勧めします. 全てが当時のままでした. 注意してください. Okay, na, wie geht's dir? Möchtest du auch ein bisschen die Gegend erkunden? Ein faszinierender Ort, oder? Ich empfehle den westlichen Teil der Insel. Alles wurde so zurückgelassen, wie es damals war. Bleib vorsichtig. Gut. Wo wollen wir denn lang? Hier geht's, glaube ich, nicht weiter, ne? Nee.
Dann wollen wir, denke ich, die Treppe hoch. Machen wir das doch. Komm schon. Okay. Eine Überblende. Die hat aber ein echtes Heizproblem, oder? Macht wohl viel Bildschirmarbeit. Oder sie ist wütend oder verspannt. Oder hat im Stammbaum einen Affen. Also einen nicht Trockennasenaffen, sondern einen anderen. Wir sollen fotografieren? Da stand aber nichts von der Steuerung, ne? Wie ich fotografieren kann. Okay, hier kann ich nicht rein. Ah, da vielleicht. Kann ich hier durch? Ja. Hallo, liebe Leute. Hallo, liebe Leute. Ah, doch, ich kann mit dir reden. Komm, lass uns reden. Chit-Chat. Ferry wa 3 Stunden de shuppatsu shimasu. Minogashita baai wa koko ni hitoban taizai suru hitsuyou ga arimasu. Shinjite kudasai. Sore wa watashi ni okotta. Sore wa yoku arimasen. Ganbatte kudasai. Soshite anata ga koko de sagashiteiru mono o mitsukeru koto o negatte imasu. Er gemahnt uns auch nochmal, 3 Stunden ist die Fähre weg, wenn wir es verpassen, müssen wir die Nacht verbringen. Und das hat er schon mal gemacht und das war gar nicht cool. Eine alte Zeitung, ein alter Zeitungsartikel von 1976. Brutales Erdbeben hat den Süden Japans erschüttert, in der Nagasaki-Präfektur. Mehrere Landstriche waren davon betroffen. Das Dorf von Hanuda wurde komplett isoliert durch einen Erdrutsch. Es ist nun unmöglich, es zu erreichen. Die gesamte Saitama-Areal im Norden Tokios hat nun einen totalen Blackout. Ja, Japan hat, glaube ich, regelmäßig Probleme mit Erdstößen, ne? Haben wir irgendwie auch gelernt, damit klarzukommen. Spaß ist das sicher nicht. Gut, das ist blockiert. Wer bist du? Okay, er fragt auch, ob wir den Westen schon erkundet haben. Das war hier wohl Minenarbeiter-Island. Und es gab einen furchtbaren Vorfall. Danach haben alle den Ort verlassen. Gut. Da weht auch ein Zettel. Oder? Ist der für uns? Nee, dieses Mal nicht. Können wir aber auch nicht rein. Hier vielleicht? Die ist immerhin angelehnt. Aber wir sollen ja nicht rein, ne? Böses Mädchen. Na, was ist da drin los? Lass uns teilhaben. Wirklich etwas äffisch, oder? Tja. Kommen wir jetzt nicht mehr raus? Sieht ganz so aus. Na gut, wo wir schon mal da sind, machen wir das Beste draus und schauen uns ein bisschen um. Ziemlich dunkel, ne? Ich habe leider keine Taschenlampe. Also im Spiel... Und hier wird es euch auch nichts nützen, wenn ich den Bildschirm anleuchte. Höchstens mir. Tja. Noch einige umgestürzte Betten, einige Regale, Reste von Spielzeug, Bücher. Naja, es ist ziemlich durch hier. Ah, wir machen ein Foto. Dann habt ihr mal kurz was gesehen. Geh mal kurz ans Licht. Fürs Auge. So, und weiter geht's. Ist
Dumm ist, wenn ich es nachträglich auffälle, sieht man nicht unbedingt mehr. Es ist zwar heller, aber alles einheitlich grau. Ist auch nicht so geil. Vielleicht kriege ich den Kontrast irgendwie noch geändert. Finde es raus. Was haben wir denn hier? Eine Notiz von jemandem zurückgelassen. Offenbar hing sie an einer der Türen. Darauf steht: Unser Sohn verhält sich seltsam. Ich bringe ihn zum Bereitschaftsdienst. Wenn wir noch nicht zurück sind, das Abendbrot ist im Kühlschrank. Also man könnte den Eindruck bekommen, man sollte hier gewissenhaft erkunden. Bei diesen Spielen ist es aber üblicherweise nicht so. Das vielleicht schon mal als Nebeninfo. Also von diesem Entwickler. Ein Artikel über einen Reporter, der nach Yamihima Island geschickt wurde, um den Stromausfall zu untersuchen. Als er zurückkam, war er schockiert. Er war in einem mentalen Zustand, indem er eine Phrase ständig wiederholte: Wenn die Sirenen heulen, dürfen wir nicht rausgehen. Auch von 76. Okay, das ist seltsam. Also es ist nicht seltsam in Bezug auf den konkreten Vorfall. Wahrscheinlich war das das Signal zur Flucht. Aber im Nachhinein seltsam. Gut, hier aber nichts weiter zu entdecken. Mir war nur irgendwie nicht klar, dass man das Geröll offenbar durchschreiten kann. Laufe ich jetzt eigentlich noch in die richtige Richtung? Ein Artikel über die Mine auf der Insel. Da stehen die Öffnungs- und Schließzeiten der Minenmitarbeiterschichten. Es scheint, als hätten sie Tag und Nacht gearbeitet. Und das ist von 72. Ja, deshalb macht man in der Regel Schichten, dass man möglichst rund um die Uhr Betrieb hat. Würde ich jetzt noch nicht so als Überraschung sehen. Dass in der Mine erforderlich ist, okay, keine Ahnung. Gut, aber hier geht's nicht mehr weiter. Ah, hier geht's weiter. Hier geht's auch runter. Aber nicht weit. Also bleibt nur der Aufstieg. Es geht aufwärts. Tja. Kann ich da drum rum? Ja. Gut, dann schauen wir da vorher nochmal nach. Ist hier irgendwas Nettes zu entdecken? Nee. Kaputte Scheibe. So langsam erweckt sich in mir der Wunsch, eine Waffe zu haben. Nur für den Fall. Das will ich sie noch mehr. Hier kann auch einfach sowas mal umfallen, würde ich sagen. Aber ihr Verdacht ist nicht unbegründet. Hier könnte noch jemand sein. Kann ich denn jetzt noch hin? Hier irgendwas übersehen? Oh ja. Kann ich nicht ducken, kann ich mich nicht. Moment, hing da ein Zettel? Nein. Ah, man kann echt nicht gut sehen. Fühlt sich auch so ein bisschen clunky. Ich habe hier irgendwie ständig die Sorge, irgendwann in der Spielarchitektur hängen zu bleiben und nicht mehr rauszukommen.
Ah, hier. Da gucken sie. Das wird mich ja schon reizen, mal solche verlassenen Gebäude zu erkunden. Das muss super interessant sein. Aber ich habe eine Lampe dabei, so viel ist sicher. Habt ihr das auch gesehen? Und ich lache noch über ihre Körperhaltung. Das war ja nochmal eine ganz eigene Nummer. Oh, wann haben wir gestartet? Ich weiß es gar nicht mehr. Sind wir noch im 3-Stunden-Limit? Ist es noch realistisch, rechtzeitig zurückzukommen? Ich hoffe es jetzt einfach mal. Wo wollen wir lang? Da oder da? Ich glaube, hier geht es nicht sehr weit, dann gehen wir da erstmal lang. Na, okay, eine Zeitung beschreibt einen Ort auf dieser Insel. Es scheint ein Erholungsort für die Arbeiter zu sein. Das Bild ist verblichen und beschädigt. Von den Gesichtern ist nichts mehr zu erkennen. Oktober 74. 76 war der Vorfall, ne? Oh, hier könnte es eventuell doch weitergehen. Da komme ich wahrscheinlich gar nicht hoch. Da ist auch noch eine Treppe. Missionsstress. Gut, hier komme ich. Doch, hier käme ich hoch. Aber ich mache so nicht weiter. Das könnte ein Problem geben. Das ist so nicht so vorgesehen. Ich glaube, hier haben wir was ganz Ähnliches. Ja, gut. Also zwischen den Häusern durch. Ist immer so ein bisschen kitzig bei diesen etwas allzu schludrig fertig produzierten Spielen. Kann man auch schon mal aus der Map kippen oder ähnliche Unfälle haben. Das ist dann ärgerlich, wenn man komplett von vorne beginnen muss. Okay, diesmal sehen wir es gar nicht. Da stand nur was von einem Tsunami drauf. Gut, das Gesamtbild würde auch zu einem Tsunami passen. Obwohl die Erdbeben und Tsunami, das ist nicht unwahrscheinlich, ne? Dass es auf ein Ereignis fällt. Na, wollen wir da hoch? Habt ihr Bock? Ich komme da gar nicht ran, wie es aussieht. Nee. Wer immer Bock drauf hatte, tut mir leid. Wird nichts draus. Sorry. Aber hier geht's auch nicht weiter. Dann kommt die Leiter pro Fraktion vielleicht doch noch auf ihre Kosten. Hier vielleicht rein? Nee. Aus Wasser hinaus werde ich ja wahrscheinlich nicht sollen, ne? Ich komme da nicht ran. Vielleicht doch ins Wasser. Back to the roots. Hm, oder auch nicht. Wie ist doch nochmal mit... Obwohl, hier sind ja noch Häuser. Hier, das kann man doch durchtreten, Mädchen. Komm schon. Na, das hatte ich ja schon. Hier vielleicht? Nee, auch nicht. Hm.
Ich will es jetzt echt nicht herausfordern, denn so komme ich nicht rauf und ich glaube nicht, dass das die Idee ist. Und es ist passiert, was nicht passieren sollte. Ah, ein Glück, okay. Wo bin ich überhaupt rausgekommen? Ich klappe jetzt mal stumpf die Türen ab. Vielleicht muss ich auch irgendein Ereignis auslösen. Zum Beispiel hier diese Tür mit meinen bloßen Händen aus den Angeln komplett rausreißen, in die Ferne schmeißen, durchstürmen. Was man so macht als Forscherin. Hier vielleicht noch ein Weg. Das? Raiden! Round 1, fight! Siren ga nattara soto ni dete wa ikemasen. Genau wie der Reporter, ne? Okay, das ist seltsam. Jetzt noch als vierte Referenz Siren Head. Aber immerhin haben wir eine Taschenlampe, alles klar. Right, Flashlight, Left, Attack. Oh, wir müssen kämpfen. Okay, wo soll ich lang? Ja, das klang nicht nur wie eine Sirene, das war eine Sirene. Wir haben mindestens 5 Sirenen gesehen. Ich glaube, das waren sogar 7. Glaube ich, ein bisschen langsam im Kopf, die gute, oder? Oh, können wir damit vielleicht hier diese Bretter wegschlagen? Das wäre doch mal was. War doch eine Tür, die war nicht bewachsen. Sondern einfach nur bebrettert. Da. Probieren wir es mal aus. Aber die meinte ich nicht. Da sind ja Steine hinter. Wir sind auf alle Fälle schon mal auf dem Rückweg. Ich weiß beim besten Willen nicht mehr, von wo wir hergekommen sind. War das vielleicht hier? Ja. Okay. Das ist die gute Nachricht.
Darf ich auch wieder spielen? Okay, wollte gerade noch sagen, irre, aber harmlos. Aber er ist nicht der Einzige. Und das ist jetzt die Resident Evil Zero Anleihe, ne? Da ist ganz viel an Anspielungen drin. Auch dieser Typ, der diese Blutegel kontrolliert hat, der hat doch auch mit diesem Soprangesang begonnen. Oder alt sogar. In welche Richtung muss ich denn? So, da komme ich gar nicht durch, wie es aussieht. Okay, ich kann leider nicht beides haben, Licht und Kampf. Ah, wo muss ich denn jetzt hin? Ich sehe fast gar nichts. Ah, hier ist das offen. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht nur einfach den Weg wieder zurück, den sie gerade schon beschritten hat. Doch! Nein! Oder? Nee, ist doch richtig. Also ich vertraue jetzt mal drauf, dass diese Cutscene mir Spielfortschritt suggeriert. Ich bin wahrscheinlich durchs Gebäude durch und jetzt wieder am Pier und das Schiff ist weg. Das ist doof. Ich bin so verwegen zu sagen, es ist ein Problem. Von hier ist sie runtergekommen, ne? Gucken wir uns mal hier um. Das ist schon fast malerisch, ne? Wahnsinn. Ach, hier war das Dock. Oh, das Schiff ist noch da. Aber es nützt mir nichts mehr. Okay, sie wurden in Shibito verwandelt. Diener des Teufels. Von nun an muss ich vorsichtig sein. Okay. Kann ich überhaupt was gegen die tun? Also, dagegen tun, dass sie mich bemerken? Okay, das Kampfsystem ist so semi. Tut ihm das weh? Oh ja, das Licht fährt ihn ab. Ist dichter an ihn ran, um ihn zu treffen. Ich treffe ihn einfach nicht. Das
soll ich denn jetzt überhaupt hin? Ich will den umhauen. Geht das denn nicht? Doch. Dann war das gar nicht mein Blut, sondern seins. Ich dachte, ich kassiere jedes Mal einen Treffer. Krieg quasi den Bloody Screen. Gut, ich muss jetzt... Das ist der Nächste. Kann ich dem denn aus dem Weg gehen? Ja. Okay, das ist... gar nicht mal so dumm. Und der Entwickler ist mir eher in Erinnerung als viel Schein, wenig Sein. Legt viel Wert auf Inszenierung und wenig auf Gameplay. Aber okay, hier sind schon ein paar Ideen drin. Ist wahrscheinlich wieder hier hoch. Ja. Wahrscheinlich in eines der Häuser. Erst soll ich nicht rein, jetzt muss ich rein. Kompliziert. Sie hassen das Licht, ja. Geschmeiß und Gewürm ist es. Treffer. Also, an mir. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Regeneriere ich mich denn? Ich weiß es nicht. Wo soll ich hin? Ah, die Treppe. Okay, ich habe jetzt richtig viel geforscht. Ist mir jetzt aber auch gerade egal. Ich will die einfach raus. Da ist noch eine Treppe. Es wird ja hoffentlich bald eine Überblende geben. Oh Mann. Läuft gerade nicht so gut. Okay. ja. War jetzt nicht im Sinn des Spiels, muss man sagen. Aber es hat funktioniert. Was ist los? Wo bin ich jetzt? Wie bin ich hierher gekommen? Würde ich jetzt auch ein Shibito? So hießen die, ne? Wasser wirklich so verdreckt, dass man schon darüber laufen kann? Schon ein bisschen bitter. Oh, da sind sie. Ich denke, die mögen kein Licht. Bleib mir bloß von Leib. Yeah.
Wie bedauerlich. Viele Menschen verschwanden von Yamijima Island seit 76. Das Dorf Hanuda wurde komplett weggespült von der Oberfläche. Zeugen berichteten in der Nacht, es gab ein Erdbeben, einen blutroten Tsunami, der die Stadt verschlang. Die Überlebenden sagten, die gesamte See verfärbte sich rot. Nur die, die verschwinden konnten, bevor die Sirene begann, überlebten. Eine lokale Legende? Vielleicht. Erinnere dich an eins, wenn die Sirene klingt, darfst du nicht raus. Das haben wir jetzt gelernt. Danke fürs Spielen. Ein experimentelles Spiel, okay. Ja, gerne für den Support. Diesmal habe ich tatsächlich nichts bezahlt. Ich habe jetzt die itch.io-App runtergeladen und die verträgt sich irgendwie nicht mit meinem PayPal-Account. Ich weiß nicht warum. Alle anderen habe ich von denen bisher bezahlt. Also nicht, dass ich sie mir erstichen hätte. Man kann sie halt auch gratis abgreifen, aber ich gebe denen ganz gerne auch immer mal ein bisschen Geld. Und hier war auf einmal mein Desktop. Darum seht ihr nichts mehr. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche alles Gute. Bis zum nächsten Mal.